Reiti, du warst gerade beim X-Lite Helm Service im Fahrerlager. Was lässt du hier machen an den Rennwochenenden? Ja, also ich lasse eigentlich immer die Helme servicen, reinigen, zwei Abrissvisiere drauf, Trinksystem überprüfen. Aber die machen alles. Die machen individuelle Helmanpassung, die machen neue Polster rein, wenn es sein muss, und haben wirklich sehr viele Sachen da. Und ich komme eigentlich zwischen jedem Training vorbei und lasse den servicen. Auch nach jedem Rennwochenende gebe ich das ganze Sach mit zu denen zum Service. Und es ist wirklich super, dass da Nolan X-Lite so dahinter ist. Und ich glaube, das sind eine von den wenigen, die das so sauber machen. Da bin ich wirklich froh drum. Und speziell der Trinkhelm hat man in Schleiz, wo es so warm war, doch ganz gut da. Und es ist schön, dass man so einen Luxus hat. Wie viele Helme hast du denn an den Rennwochenenden dabei und wie unterscheiden die sich? Also ich habe im Prinzip drei Helme dabei, einen noch als Ersatz, vier Stück. Habe einen Regen, einen Medium und einen dunklen, jeweils mit verschiedenen Visieren. Inwieweit bereitet man die Helme auf möglichen Regen vor und ist Beschlagen eigentlich auch ein Thema bei Regenwetter? Ja, das ist immer schwierig, dass die Helme beschlagen, aber da sind wir wirklich gut ausgerüstet. Wir haben so einen guten Regenabweiser auf die Visiere drauf oder halt Abrissvisiere, kann man im Regen auch fahren, das geht. Und dann gibt es verschiedene Masken, damit man einfach nicht so in das Visier reinatmet, und verschiedene Belüftungen und Ablüftungen gibt es. Also bis jetzt hat alles tadellos funktioniert, die Helme sind vorbereitet und morgen hoffen wir dann trotzdem auf trockenes Wetter, weil da ist immer am schönsten zu fahren. Auch hier im IDM-Fahrerlager sieht man auf sehr vielen Helmen immer noch eine ganz besondere Startnummer, nämlich die 69 in Anlehnung an Nicky Hayden. Das ist immer noch ein sehr besonderes Thema, oder? Ja, auf alle Fälle. Ich habe Nicky letztes Jahr durfte gegen ihn fahren. Das war schon eine Schau, so wie der gefahren ist, und auch als Mensch und als Typ. Das war schon eine Riesenperson, und ich habe den natürlich auch draufgeklebt da, und das ist mir wichtig. Und ja, schade um ihn, und dass der so einen Unfall gehabt hat, und ich hoffe, dass es ihm jetzt gut geht. Schön, dass er im Fahrerlager immer noch so präsent ist. Vielen Dank, Reiti, und alles Gute fürs Wochenende. Ja, merci, servus.